Auf der rund 3400 Quadratmeter großen Baustelle an der Karl-Marx-Allee Ecke Theobald-Renner-Straße in Lobeder West wurde heute schwere Wassertechnik für die neue Sportschwimmhalle angeliefert. Mit Hilfe eines Baustellenkrans wurden 6 Filtermodule auf die Fundamente des fertiggestellten Technikkellers gehoben. Jedes von ihnen wiegt knapp 1000 Kilogramm. Die Unterdruckfilter aus Kunststoff bilden künftig das Herzstück der Wasseraufbereitung für die beiden neuen Schwimmbecken. Unsere Filter, die sind auch sehr leistungsstark. Es sind sehr moderne Filter. Die sind ganz klein im Gegensatz zu anderen herkömmlichen Filtern, die in Bädern verbaut werden. Also man braucht da nicht so eine hohe Kellerdecke. Das ist ein großer Vorteil. Und die schaffen beispielsweise am Lärchenbecken alle 2,4 Stunden das Becken einmal komplett durch die Filteranlage zu lagern. Beim großen Becken sind es alle 4,7 Stunden. Wird sozusagen kompletter Wasseraustausch gemacht. Und das Becken kommt frisch und neu sozusagen, oder das Wasser kommt frisch wieder oben im Becken an. Die Technikmodule haben jeweils eine Filterfläche von etwa 3 Quadratmetern. Somit können pro Stunde 560.000 Liter Wasser über die Filter gepumpt und gereinigt werden. In den Filtern befinden sich Quarzsand und Aktivkohle. Durch diese Filterfunktionstechnik werden sowohl Energie- und Wasserverbrauch als auch der Einsatz von Chemikalien reduziert. Im 50 Meter langen Wettkampfbecken reinigen insgesamt 5 Filter das Badewasser. Ein weiteres Filtermodul wird das Wasser des Leerschwimmbeckens aufbereiten. Für dieses wurde heute mit 300 Kubikmetern Beton die Bodenplatte gegossen. Es wird jetzt immer sukzessive die Technik eingebaut, die großen Wasserleitungen kommen, die Aufbereitungsanlage wird sozusagen vervollständigt und dann kommt sozusagen das Kellergeschoss, also die Decke von dem Keller kommt dann drauf und dann wird nach oben gebaut und dann wird man immer mehr sozusagen sehen und die Schwimmhalle wird sichtbar vor Jena. Das gesamte Bauvorhaben kostet 16,2 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Thüringen 6 Millionen Euro. Die übrige Summe bringen die Stadtwerke Jena auf. Bislang liegt die Jena Bäder- und Freizeitgesellschaft im Zeitplan. Wenn alle Arbeiten wie geplant voranschreiten, können Besucher Ende 2022 in der neuen Sportschwimmhalle die ersten Bahnen ziehen.